Gucken wir mal noch zum kurz auf eine Szene aus dem Rennen. Da gehen wir mal in die 56. Runde und da bin ich mal auf die Meinung von euch beiden gespannt. Dieser doch heikler Moment zwischen Yuki Tsunoda und Quan Chi Zhou, da ging es um Platz 9. Da gab es Marc dann auch für Yuki eine 5-Sekunden-Strafe, wie es dann auch in Runde 62 bekannt gegeben wurde. Und er hat ja dann auch den Notausgang nehmen müssen, Joe. Ist das so ein bisschen, kann man sagen, Marc, der Eifer von Yuki Tsunoda, der, wie wir ja gerne im Funk hören, auch gerne mal so ein bisschen tobt? Also ich fand die Szene ja nicht wirklich schlimm, ja. Und ich kann mich an eine Szene erinnern, wo ein Lewis Hamilton mal abgedrängt wurde von einem gewissen Max Verstappen in Brasilien und es ist nichts passiert, ja. Und das war viel brutaler, weil da beide geradeaus gefahren sind, ja. Also okay, wenn die Kommissäre jetzt einfach immer bestrafen, wenn einer abgedrängt wird, dann ist das okay. Es muss einfach immer so sein. Aber ich finde, manchmal lässt man sie dann wieder gehen. Und das ist das Gefährliche. In dem Moment war ich natürlich froh, dass der die 5-Sekunden-Strafe bekam, weil unser Sauberteam dann eben 2 Punkte gemacht hat. Genau, und das, was Quan Chi Zhou gelungen ist, in die Punkte zu fahren, das gelang aber Marc Valtteri Bottas nicht. Und wir hatten es vor der Sendung, ja, wenn ich da an letztes Jahr denke, Jost, du hast das ja leider noch nicht mitbekommen, in so ziemlich jeder Sendung hatten ich und Marc ja über Bottas gesprochen und es gab immer wieder Punkte, die man kritisieren musste. Jetzt Platz 19, also krasser Unterschied eben im Vergleich zum Teamchef. Fehlt da einfach jetzt vollends die Motivation bei Bottas und wir können uns schon mal damit anfreunden, dass nach dem Jahre 2023 oder wir im nächsten Jahr kein Bottas mehr im, wie auch immer das Team dann heißen wird, sehen werden? Hast du mich gefragt? Nee, Marc. Marc, gut. Ah. Marc ist der Schweizer Team, da muss ich den Schweizer Ja. auch fragen. Ja, und als Bottas-Spezialist. Ja. Neue Bauchbinde dann. Neue Bauchbinde ab der nächsten Sendung. Walter Bottas Experte. Also, der Bottas ist eine Mimose. Das war er schon bei Mercedes. Wir haben auch da bei unseren Analysen damals schon über das gesprochen. Wenn das Auto gut ist, dann bringt es super Leistung. Wenn das Auto nicht genau das macht, was er will, dann ist er nirgendwo. Das war bei Mercedes schon so. Und er konnte ja bei Mercedes, hat er ja bewiesen, dass er auch einen Lewis Hamilton an einem guten Tag schlagen kann. Also er kann Auto fahren. Aber es muss alles stimmen. Und es hat offensichtlich nicht gestimmt bei ihm. Und das Team sagt jetzt, er wäre möglicherweise über einen Teil gefahren, das auf der Strecke lag. Also das Frontflügelteil von Norris war ja eigentlich das Einzige, was da weggeflogen ist, so viel ich mich erinnern kann. Also wäre das schon ein Zufall, aber vielleicht wollen sie ihn einfach schützen. Ich glaube, er hat einfach keinen Bock mehr gehabt, dass er gemerkt hat, ich komme da nicht mit. Ja, aber auch gerade natürlich hat man ja ihn geholt, Marc, von Mercedes, um eben auch gerade durch seine Erfahrungen weiter wachsen zu können. Jetzt hat man aber eher das Gefühl, dass in Quan Chi Zhou die Nummer 1 im Team ist und eher Bottas noch was lernen müsste. Nein, also. Wenn das Auto besser ist, dann sieht man das an den Rundenzeiten von Bottas sofort. Also er ist schon einer, der es umsetzen kann, wenn er ein besseres Auto hat. Aber wenn es dann halt eben nicht läuft, dann kann man, ja, also irgendwie hat man ja auch ein bisschen Verständnis. Einer, der Rennen gewonnen hat und dann plötzlich da um Platz 15 kämpfen muss, dass da die Motivation nicht alles ist, das ist irgendwo verständlich. Aber es war ja seine eigene Entscheidung. Er hat sich ja dazu entschlossen von Mercedes. Klar, er wollte sicher oder wäre gerne bei Mercedes geblieben, aber den Vertrag bei Alfa Romeo hat er dann ja noch selber unterschrieben. Ja, wird gut bezahlt. Ja, wahrscheinlich. Jos, wie siehst du momentan eigentlich Bottas, aber auch Quan Chi Zhou? Ja, genauso. Ich glaube, der Show hat sich gut eingelebt und macht einen hervorragenden Job. Besser als viele von ihm erwartet haben, weil er ja doch von China auch noch gut Geld mitbringt. Also er macht wirklich einen guten Job und ist so, wie der Marc sagt, wenn einer Siege gewohnt ist über Jahre und dann so hinterher fährt, dann ist die Motivation natürlich nicht so, wahrscheinlich nicht so berauschend. Und das ist, wenn es mal gut geht, dann ist die Motivation auch da und dann bringt das auch. Also ich glaube, Herr Valtteri ist genau so, wie der Marc ihn beschreibt. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer Sendung. Die ganze Sendung in voller Länge gibt es auf www.champone.de.